Hi, ich bin's wieder. Ich habe gerade festgestellt, dass das fucking 50 Minuten waren. Das werde ich natürlich nicht als ganzes Video hochladen, weil das kann sich ja keiner antun. Ich denke mal, vielleicht sogar in 5 Videos packen, weil es kommen sowieso zu wenig Videos, also warum nicht an 4 Tagen jeweils ein Video? Ich weiß gar nicht, ich schneide das jetzt an. Also hallo hier, hallo. Gleich fängt das Video richtig an. Ich habe aufgenommen, Rocket League, und wie gesagt, es geht gleich weiter. Ich wollte eigentlich nicht so lang machen, 1-2 Runden, und dann wurden das halt ein paar mehr, wie es halt bei Rocket League und mir so ist. Und ich habe gerade erstaunlicherweise gemerkt, es sind 50 Minuten. Und ich weiß noch nicht, wie ich das schaffen werde. Ich denke mal, ich werde es einfach in 10, erst mal 10, 15 und dann so weiter. 15. Irgendwie so werde ich. Ich meine, das so machen. Aber ich werde es noch nicht zu lange labern. Sonst habe ich ja schon wieder mehr Material. Und ich wollte es nur sagen. Es wird dann mehr Parts kommen. Und ihr, ich fände es gut, wenn ihr jeden Part ratet und unterschreibt, ob ihr mehr sehen wollt. Weil, wie gesagt, ja, eigentlich war es als ein Video geplant, als quasi Teaser, 15 Minuten Teaser läuft. Um euch zu zeigen, wie scheiße ich in dem Spiel bin und ob ihr da mehr von mir failen sehen wollt. Und ja, viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen mal zu Rocket League. Ich habe das eigentlich gerade schon mehr oder weniger versucht aufzunehmen und dann hatte ich natürlich schön in den beiden ersten Runden 2 Volldeppen. Der eine hat es geschafft von, ich glaube, 5 Angaben. Einfach, er hat, ohne Scherz, er hat bei keiner den Ball getroffen. Also irgendwas war da schon falsch. Ja, neues Update, Wasteland. Interessiert wahrscheinlich nicht so viele, weil die Leute ja das Spiel sowieso nicht kennen. Und ich denke, da gibt es relativ viele. Interessiert wahrscheinlich auch nicht wirklich, was das Update beinhaltet. Es beinhaltet natürlich viele optische Sachen und so. Also es ist kein Update, es ist ein DLC, muss man dazu sagen. Außer die Map, die ist quasi im Update drin. Und es gibt dieses neue Fahrzeug, den Ripper. Sieht sehr nice aus, spielt sich auch sehr nice. Würde ich auch fahren, aber er ist buggy. Zumindest hatte ich gestern die Erfahrung, dass er sehr oft in Kurven, wenn man Kurven fährt, auf einmal an oder er bleibt hängen und dann hat man irre großen Radius, also er lenkt dann gar nicht mehr. Außerdem gibt es den Grog, den finde ich einfach nur absolut hässlich. Und ja, in diesem Spiel kann ich nach Aussehen gehen. Von daher gehe ich mit dem Dominus an den Start. Eigentlich auch, oder den Takumi. Ich gehe aber den Dominus, weil ich ein bisschen besser mit dem spielen kann. Dadurch, dass die Front gerade ist und nicht wie im Takumi rund, kann man ein paar Schüsse wesentlich ja, was heißt einfach, ein bisschen mehr Wucht machen. Und ja, ich spiele mit dem Rumble Pad. Uralt. Ah, fuck it. Ja, es ist halt immer sehr schwierig, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, wenn man in Matches kommt, die schon laufen. Oh wow, der hat mich jetzt einfach hart verwirrt. Ja, aber guter Schuss. Schön. Es ist immer schön, wenn man in so ein Match reinkommt und das Ganze irgendwie noch so gut gewinnen kann. Ja, ich spiele mit dem Gamepad, das ist total im Arsch. Ich habe ja auch einen Xbox One Controller drin. Liegen, nicht drin. Und das Problem ist da aber. Ups, fuck it. Diese Art von Pass quasi kann funktionieren, kann aber auch total in die Hose gehen. Nein, 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 fuck, ich musste komisch. Ah! Egal, ja. Sprechen ist schwierig bei dem Spiel, muss ich tatsächlich sagen. Deswegen habe ich auch eigentlich von dem Let's Play auch schon immer abgesehen. Oh, fuck. Das Problem ist, wenn ich den da zu hart an der Wand haue, dann kommt er nicht mehr ran. Aber der Gegner, maybe. Ja, das habe ich abgefuckt. Oh wow, das hat er abgefuckt. Ja, das war einfach nur. Alter, what the fuck? Hart scheiße. Naja, was ich sagen wollte. Ich, wie gesagt, habe hier einen Xbox One Controller und liegen, komme aber mit dem überhaupt nicht klar. Muss man einfach. Komme einfach nicht mit klar mit der Form. Ich habe es auch versucht, ich habe mich versucht dran zu gewöhnen.
Oh, for fuck's sake. Never lucky. Aber nee, ist einfach nicht. Und deswegen werde ich wohl zu einem DualShock 4 Controller gehen. Ups. So war das jetzt nicht geplant. Naja. Crazy. Was? Ich habe 4 Schüsse gemacht. Ja, das ist cool. Ja. Wie gesagt, das Spiel lenkt einen ab. Ich kann dabei nicht so viel reden. Von daher nur so als Warnung. Ich habe auch gerade gesagt, das wäre eigentlich mit Webcam ganz gut. Mal gucken, ob ich das mit Webcam, falls ihr da mehr wollt, mit Webcam aufnehme. Das wäre relativ lustig, glaube ich, wie ich da letztendlich ja, komisch gucke. Ja, ich werde einen DualShock 4 Controller kaufen, wahrscheinlich. Ich bin noch nicht 100% sicher, aber ihr könnt mir ja auch mal in die Kommentare ballern, was ihr da so empfehlen könnt. Abgesehen von Xbox One, den habe ich ja jetzt schon ausprobiert. Und war leider nicht so begeistert quasi. Shit, das war zu hoch. Aber naja. Ja, ich wollte eigentlich auch mit Phoenix aufnehmen, nur der hatte irgendwie jetzt nicht groß Zeit. Fuck it. Fuck my life. Und deswegen habe ich mir gedacht, nimmst du einfach mal so auf. Why not? Better als nichts. Oh shit, den werde ich mir jetzt aber schnappen. Ja, war jetzt nicht ganz so geplant, aber okay. Okay. Schade. Obwohl, der Sound ist ja richtig nervig, wenn du den abwechselnd drückst. Ups, sorry. Oh, den wollte ich eigentlich treffen. Ah, schade. Au, schade. Das wäre nämlich sehr schön gewesen, weil es ein ziemlich schöner Pass gewesen ist. Und dahingehend auch ein sehr schöner Schuss, weil er nicht erwartet war. So, so kann man übrigens auch Tore machen. Naja, aber ich würde sagen, wir dominieren das gerade ein bisschen. Zumindest kommt es mir so vor. Und das ist ja schon mal ganz gut. Okay, ich dachte, er wollte sich Boost holen und fährt raus. Aber scheinbar will er trotzdem weiterkämpfen. Ja, super. For fuck's sake. So, jetzt muss er eigentlich nur noch... Oh, knapp. Schade. Ja, es war ein bisschen zu spät von ihm. Hätte ein bisschen früher ankommen können. Oh, wow. Ja, schön geblockt. Da gehe ich auch lieber erst vom Block, weil ich bin nie... So gut kann ich diese Dinge, die Aerials noch nicht, dass ich mir 100% sicher sein kann, dass ich tatsächlich nicht irgendwie zu... Oh, fuck, ich drücke mal die falsche Taste, weil ich das dann belegt habe. Dass ich, weil ich weiß halt nicht hundertprozentig, ob ich wirklich Erster an dem Ball bin. Deswegen gehe ich dann eher für den Block. Oh, wow. Deswegen. Ich habe echt nicht erwartet, dass der den überhaupt noch bekommt. Crazy. Ja, es kann schnell gehen. Das ist das Schlimme. Why no volley goal? Was? Achso. Ich dachte, er meinte es irgendwas mit mir. What? Oh, come on. Ja, so wird das halt auch nichts. Also. Ja. So wird das nichts.
Die Sache ist halt, es reicht halt vollkommen, wenn er den in die Ecke haut und dann damit einen Center macht. Den dann in die Mitte zu passen, ist halt relativ unpraktisch, wenn man so nah ist. Mann, was ist eigentlich heute los? Ich sollte echt nicht aufnehmen. Ich habe nur Pech bei dem Scheiß. Ist eigentlich wie WOT. Du nimmst auf und kriegst einfach nur Scheiß-Matches. Ja, wo kann ich jetzt mal hin? So, jetzt muss er mal... Das war wieder zu spät. Ja, und das war jetzt... Nee, das bringt nichts. Das Problem ist auch, er fährt mir immer hinterher. Also komplett hinterher, weil... Scheiße. Ja, ich werde dieses Match verlassen. Ich sehe da nämlich auch wieder keinen Sinn. Mann, was ist heute... Ich habe noch... Doch, ich habe ein Match abgeschlossen. Das war das gerade, wo ich nachgejoint bin. Ich habe 4 Matches. Eins abgeschlossen. Da bin ich nachgejoint. Naja. Nehmt es mir nicht übel, ist auch echt nicht böse gemeint. Ich sage ja meistens noch GG, aber es gibt halt immer so Situationen wie jetzt gerade, da sehe ich einfach keinen, für mich hat das keinen Sinn, weil ich mit dem Typen einfach nicht gut zusammenspiele. Von daher hat es für mich keinen Sinn, es weiter zu versuchen, weil es wird wahrscheinlich nicht klappen. Am Anfang haben wir es gut demoniert, ich weiß nicht weswegen, aber dann ging das ja einfach nur noch in die Hose. Aber naja, das Schöne ist ja, dass es hier relativ fix geht mit den Matches. Außer man bekommt sowas. Die liebe ich übrigens meistens auch, weil es total nervig ist. Weil erstens dauert es Ewigkeiten und genau das passiert. Ich kriege ja meinen Bot rein. Das ist meistens ärgerlich. Der findet dann meistens noch einen Spieler. Schlimm ist dann aber, wenn... Ich frage mich immer, in welcher Situation fliegt der Bot dann raus? Weil wenn es in einer richtig schlechten Situation ist, dann ist man dann echt... ziemlich aufgeschmissen. Und, ja. Da ich versuche zu safen, weil ich ehrlich gesagt nicht. Ich kann mich leider nicht auf die Bots verlassen. So gut sind sie leider nicht mehr. Oder ich meine doch, sie. Ja doch, die waren mal so gut. Die waren mal richtig OP. Also die waren einfach echt, die waren tatsächlich. Die waren viel zu stark. Die waren OP. Und das war halt semi-optimal. So, dann habe ich aber wenigstens etwas erwischt. Boah, ich finde den Boost finde ich ja echt genial. Sehr nice. Das war tatsächlich ein sehr schönes Spiel. Ja, ich werde auf jeden Fall auch mit Phoenix mal aufnehmen, wenn er da mal Zeit hat. Ja, fuck it. Ich wollte ihn eigentlich blocken, aber... Ich glaube, der hat sich irritieren lassen. Ach, perfekt. So, ich habe ihn extra nicht... Wow! Das war ein sehr, sehr schöner Schuss. Ist er drin? Woo! Yes! Bitte. Ich habe das nur aus dem Augenwinkel gesehen. Dass der zumindest in die richtige Richtung geht. Und ja, dem war ja auch so. Ja, das war jetzt echt ein bisschen sehr ungünstig gelandet, wenn ich ehrlich bin. Ups. Das war ebenfalls sehr ungünstig. What? Fuck. Ja, den hätte ich anders defenden sollen. Ich hatte in dem Fall einfach nicht genügend Boost, um dagegen hochzugehen. Oh, fuck. Das war etwas blöd. In solchen Situationen muss ich auch sagen, benutze ich viel zu wenig die Handbremse. Und das baue ich halt echt einfach umso mehr.
Schade, ich hatte ihn gehofft, dass ich ihn irgendwie höher hauen kann. Oh Mann. Ja, das war tatsächlich, der war nicht so difficult zu halten, wenn ich ehrlich bin. Er ist einfach hoch und ja, der Ball ist halt echt. Sorry for stealing. Lül. Ey, was? Ja, nice. Warum auch nicht?